Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 2 Ghost Emergency 4. So, wir gehen heute an den Banküberfall mit Geiselnahme. Wichtige Sache ist die, ich kenne die Mission schon. Daher, jeder der das Ding noch spielen will, skippt die Folge. Einfach direkt wegklicken. Für die, die nicht weiterkommen, ist es wirklich eine gute Lösung, denke ich mal, weil wir werden jetzt gleich wahrscheinlich unter 5 Minuten fertig sein. Ja, das dazu. Und wie gesagt, für die, die keine Ahnung haben, drückt das Ding weg, weil ihr ärgert euch schwarz, weil der Spaß ist raus, sobald man weiß, wie diese Mission zu machen ist. Ja. So, für die, die schon wissen, was Ambares und nicht weiterkommen oder einfach so jetzt gucken wollen. Diesen Fall gab es 1995 in Berlin-Zehlendorf. Genau die gleiche Aufgabe. Ja, was soll man sagen? Wir haben ein paar Bankräuber und die haben Tunnel gegraben. Also zwei Tunnel und haben dann ein Stück Kanalisation genommen. Und das Ding wurde über ein ganzes Jahr unbemerkt. Ja, als der Tunnel dann fertig war, sind sie vorne in die Bank rein, haben eine Geiselnahme begonnen. Und damit eigentlich versucht Geld zu erpressen. Augenscheinlich. Augenscheinlich heißt wirklich eine extrem hohe Summe. Wir haben gesagt, wir töten Leute, wir machen oder töten nicht unbedingt, aber schießen jemanden ins Knie. Wir wollen, dass der Zaun geflext wird. Wir möchten ein Auto haben, wir möchten einen Hubschrauber haben. Also ein Kram. Hintergrund war aber der, in dem Fall, um vom Tresorraum aus, in dem die jetzt natürlich dann auch reingekommen sind, in Ruhe und Frieden den Tunnel zu vollenden und nachher über diesen Tunnel zu fliehen. Das Interessante ist eigentlich natürlich, die Geiseln, die saßen alle im Vorraum oben drin, konnten nichts sehen und blau und blub. Dadurch sind sie natürlich dann auch erstmal abgelenkt gewesen und irgendwann war einfach Ruhe in der Bank und nach so einer guten Stunde konnte sich dann eine Geisel befreien, hat die Polizei informiert, dass hier keine Menschenseele mehr anscheinend ist, weil man nichts mehr gehört hat, und dann sind die gestürmt worden. Und dann ist man darauf gekommen, da ist ein Tunnel. So, aufgeklärt wurde der Fall dadurch, dass der Nachbar von dieser Garage, in der dieser Tunnel ist, dann halt ausgesagt hat, dass er damit daran beteiligt war. So, das Spannende an der Sache ist, das ist 1995. Darauf basiert definitiv diese Mission hier aus dem Spiel. Aber es hat sich wiederholt. 2013 in Berlin-Steglitz. Andere Gruppe, weil die damals daran beteiligt waren, sind definitiv eingelocht worden. Okay, ob sie eine andere Gruppe ist, weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob die Leute wieder freigekommen sind. Aber in Berlin-Steglitz hat man eine ähnliche Nummer gemacht. Dort hat man im Jahre 2012 bis 2013 ebenfalls von der Garage aus einen Tunnel gegraben. Unter den Tresor, ist dann in den Tresor rein, hat ihn ausgeräumt und ist wieder abgehauen. Fakt ist auf jeden Fall, die Täter sind bis heute nicht gefasst worden und sind seit letztem Jahr wieder im Reinen, weil nach 10 Jahren läuft halt aus und man ist frei. Also, klasse Nummer. Dazu findet ihr nachher, zumindest zum Fall von 1995, auch eine Doku im Abspann. So, und jetzt gehen wir zum Banküberfall mit Geiselnahme in der Kurzfassung. Viel Vergnügen. Banküberfall mit Geiselnahme in der Zentralbank. Die Bankräuber haben sich mit ihren Geiseln im Bankgebäude verschanzt. Verschaffen Sie sich Überblick über die Situation, nehmen Sie die Bankräuber fest und verzichten Sie auf unangemessene Gewaltanwendung. Halten Sie in jedem Fall die Verluste unter Ihren Männern so gering wie möglich und verhindern Sie, dass Zivilpersonen zu Schaden kommen. Ja, das kriegen wir hin. Wie gesagt, Problem ist halt, ich weiß halt, wo der Tunnelausgang ist, weil die Mission habe ich ja schon mal vor 20 Jahren gespielt über dem Daumen. Ich meine, das ist wirklich so lange her, aber ich weiß es noch. Also an die Mission kann ich mich ganz klar noch erinnern. Deswegen, ganz easy Ding jetzt. Okay, vielleicht auch nicht, aber eigentlich sollte es ganz easy sein. So, das ist die Bank.
In echt war es eine Commerzbank, wie auch immer. Und ja, ich habe keine Minimap. Aber ich weiß, es ist diese Garage. Ach, und da kann man sogar einen Tunnel sehen. Guck mal an. Also, da kommen die raus, die Jungs. Deswegen fangen wir an. Ich weiß es nicht, wir brauchen einen Mannschaftswagen. Den setzen wir hier hin. Dann setzen wir sicher, ist sicher. Na komm, machen wir mal ein paar Schützen dahin. Zack, euch hier hin. Gut, das ist das. Dann brauchen wir hier noch Streifenwagen mit Psychologen, dem Polizisten. Weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Den können wir auch hier hinschicken. Jawohl. Und wir brauchen noch. Zack, zack, zack. Wo ist der? Einen Fluchtwagen. Den können wir. Ich weiß jetzt nicht, von wo die Fahrzeuge kommen. Den parken wir erstmal hier. Ja. So. Und jetzt müssen wir erstmal uns aufbauen. Und eigentlich heißt es dann nur noch eben kurz mit den Bankräubern sprechen und hier unten dann abwarten und hier einfach hier unten einsacken. Mehr passiert da nicht. Ja. Fahrzeug 2 hört. So. Jungs. Ja, steht hervorragend. Also erstmal gruppieren 1. Auf dem Weg. Fahrzeug 2 hört. Und dann einfach nur festnehmen. Nicht mal in die Schießerei verwickeln lassen, weil die Jungs schießen auch auf uns. So. Wo ist denn unser Fluchtwagen? Der steht auch schon da. Perfekt. Verhandeln. Rechtsklick. Eigentlich stand der dann vor der Tür. Die kommen auch gleich raus. Oder eine Person von denen zumindest. In 10 Minuten eine Fluchtwaage, sonst. Und die sprechen auch hier nämlich so genauso, wie sie in echt auch gesprochen haben. Interessante Sache. So. Da haben wir den Übeltäter. Näher ranscrollen geht leider nicht. So. Jetzt ist die spannende Frage. Also entweder warten wir jetzt wirklich, bis die rauskommen. Das machen wir auch. Dann habt ihr einmal die Musterlösung gesehen. Also ich werde die Mission zweimal machen, habe ich gerade beschlossen. Ich werde jetzt einmal eben hier speichern. Weil jetzt haben wir ja schon alles da. Okay. Weil ich werde das noch anders probieren gleich. Mich würde interessieren. Was passiert, wenn das Spiel abstürzt? Ah ne, ist nicht abgestürzt. Glück gehabt. So. Der ist da. So. Fluchtwagen ist am Start. Und jetzt heißt es noch eben warten und dann ist das Thema durch. Im zweiten Anlauf werden wir aber mal den Tunnel stürmen. Mal gucken, was dann passiert. Du auf. Machen wir 1, 2, 4. Gruppieren 5. Gruppieren 6. Das heißt. Und jetzt heißt es wirklich nur noch eben warten. Wir müssen natürlich auch warten, bis die rauskommen. Ja. Das kann sich jetzt natürlich nur noch im Jahr handeln. So, da ist der erste. Das sind 3 Leute. Roger. Ganz easy Ding. Sag ich ja, ne? Also. Absoluter Firlefanz. Ja, guck mal. Also, SEK hätte man noch nicht mal gebraucht, wenn es darum geht. Fahrzeug 1 hört. So. Na komm, hier kriegen wir noch eine Person rein. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie einen Bulli gleich. Dann können wir dich hier auch nochmal hinschicken. So. Wo habe ich jetzt Orientierung verloren? So, ihr Jungs könnt schon mal wieder nach Hause. Fahrzeug 2 hört.
So, dann müssen wir nämlich noch abtransportieren. So, Aufgaben. Nehmen Sie Kontakt zu den Bankräubern auf, erfüllen Sie die Forderungen, transportieren die Geiseln und alle Bankräuber festnehmen. Oh. Ganz easy Ding. So, die können schon mal nach Hause. Und wir sammeln mal eben die Person hier ein. Weil, wie gesagt, da passiert jetzt nichts mehr. Zack. Ja. Fahrzeug 3. Jetzt habe ich noch einen Polizisten hier, ne? Ja, okay, das ist jetzt natürlich bitter. Ja. Habe ich noch das SDK hier irgendwo? Genau, Jungs. Hier geblieben. Fahrzeug 2, hört. Bin unterwegs. Ja, bin unterwegs. Mal gucken, wer schneller ist. Das SDK oder wir. Roger. Mit dem einen Polizisten. Roger. Wird ausgeführt. Fahrzeug 2, hört. Ach Mist, jetzt renne ich auch noch mit dem da rein. Ja? Was gibt's? Auf dem Weg. So. Auf dem Weg. Sofort. Bin unterwegs. Was gibt's? Zack. Roger. Ja? Bin Zack. Unterwegs. Fahrzeug 2 hört. Und du noch den da festnehmen. Wunderbar. Auf dem Weg. Ey, komm. Hier, einen Sack. Ja? Roger. So. Roger. Fahrzeug 5 hört. Wunderbar. Dann sind wir jetzt auch schon quasi durch. Also, mal wirklich schnelles Ding. Fahrzeug 5 hört. Wird umgehend durchgeführt. Roger. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 1 hört. Fahrzeug 1 hört. So. Alles nach Hause schicken und dann ist die Mission schon fertig. Guck mal, 7 Minuten. Also ganz easy Ding. Wenn man halt weiß, wie es geht. So, und jetzt werde ich gleich nochmal die Mission probieren. In der Form dann, dass wir, wie gesagt, einmal eben laden und in den Tunnel reingehen. Mal gucken, was dann passiert. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich stürzt das Spiel ab. Wir werden sehen. So, Effizienz müsste jetzt bei 100% liegen. Ich weiß es nicht. Ja, 96. War noch zu langsam. Es geht noch schneller, wie man sieht. Wobei man sagen muss, ne? Es geht auch nur so schnell, wenn man weiß, was man machen muss und wo sie hinfliehen. So, weiter. Er springt irgendwie durch die Mission, so wie er es nicht sollte. Auf einem unbeschrankten Bahnübergang wurde ein PKW... Das war jetzt nicht geplant. Der schwer verletzte Lokführer... So, da ist gerade das Spiel abgestürzt, aber genau im richtigen Moment. Also probieren wir das Ganze jetzt mal noch, indem wir das SEK jetzt einmal durch den Tunnel schicken. Ich bin mal echt gespannt, was jetzt passiert. So Jungs, ihr seid da. Warte mal, war 1, ne? Hatte ich noch nicht kopiert. Wo hab ich euch denn? Wo hab ich euch denn? Wo hab ich euch denn? Hier. So. Höre. Jawohl. Tunnel betreten, nicht. Ja? Auf dem Weg. Ich weiß, das geht eigentlich. Das sollte doch gehen. Tunnel betreten. Ich weiß, das ging früher. Wieso geht das denn nicht mehr? Also eigentlich konnte man da mal reinlaufen. Auf dem Weg. Höre. So, was passiert denn, wenn ich... Fahrzeug 3 hört. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 3 hört. So. Dann schicke ich jetzt einfach mal den Polizisten rein. Weil ich warte ja vorne noch auf das Auto. Also ich weiß, das ging früher. Ich konnte da reinlaufen. Bin ich aber hundertprozentig sicher, dass das in seiner Zeit möglich war, dass man hier in den Tunnel rein konnte. Tunnel betreten. Ich habe ja sogar noch... Kann ich da mit dem Kollegen? Ja? Nee, der ist nicht freigeschaltet. Was soll denn der Müll? Okay.
Also ich hätte jetzt gedacht, ich könnte den Jungs entgegenkommen. Geht gar nicht. Gut. Wir probieren das mal anders, ob wir den Laden stürmen können. Einfach nur... Gut, machen wir das anders. Ich will den Laden stürmen. Ist ja egal, ob die Effizienz gut ist oder schlecht. Wir haben ja einmal die Lösung gesehen. Wenn wir jetzt kurz einen Prozess machen. Waffe ziehen. So, erster ist angeschossen. Geiselmund getötet. Okay. Gut, geht also nicht. Alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Und in der nächsten Folge... geht's nicht weiter. Abbrechen. Was soll das denn? Die werden nicht freigeschaltet. Bei 6 Missionen ist ja Ende. Echt jetzt? Nö, oder? Das ist natürlich mies. Dachte, wir könnten jetzt hier wirklich alle Missionen machen. Aber so haben wir zumindest schon mal 6 Missionen gehabt. Okay. Ja, schade. Wirklich schade. Ja, dann ist dieses Projekt mit dieser Mod schon wieder zu Ende. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Oder Freispiel? Keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Ja, gut, ist auf jeden Fall zu Ende. Alles in allem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja, ansonsten würde ich sagen, findet ihr oben links auf jeden Fall die Doku zu dem Banküberfall in Zehlendorf im Jahre 1995. Unten links die Playlist zu Emergency 2, Ghost Emergency 4. Und in der Mitte natürlich Emergency 4. Wie wird es hier weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Bin jetzt nämlich gerade sprachlos, weil ich dachte, wir hätten alle Missionen. Das ist jetzt so ein bisschen verstörend. Ja. Gut, ist halt so, wie es ist. Und... man kann jetzt hier mal so einen Ausblick haben. Wir haben Biberfelder auf jeden Fall noch im Start. Biberfelder im Retrofitting. Und Fuchsberg. Vielleicht kommt ja als nächstes sowas in die Richtung. Müssen wir mal gucken. Vielleicht auch was ganz anderes. Vielleicht machen wir mit Flat Out weiter. Ich weiß es noch nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind jetzt hier irgendwann im September angekommen. Oder in August, Anfang September. Damit nur hatte ich das Zeug schon 5 Monate vorproduziert. Wenn ich sogar noch länger... länger. Ja, also deswegen. 5 Monate ist falsch, die Aussage. Ist noch ein Ticken mehr gewesen. Wie auch immer. So. Emergency 2 Ghost EM4 ist fertig. Von Adi Saarland, Traktor und Unterfranke. Und als nächstes würde ich sagen, laden wir mal BFEAF für die, die noch dranbleiben wollen. So, das dauert jetzt aber auch wieder ewig. Schätze ich mal, weil die habe ich noch nicht probiert. Das dauert wirklich ewig. Also das Spiel ist nicht abgestürzt. Sondern es dauert wirklich eine halbe Ewigkeit, bis wir uns geladen sind. Also, Vorführeffekt. So, jetzt geht das Ganze hier ins freie Spiel. Endlosspiel. Kampagne. Ne? Auf Freispiel, ich denke, es wird Endlosspiel sein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er das einfach nicht geladen, weil wir noch die andere Mod offen hatten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich so noch nicht gemacht. Sonst habe ich immer das Spiel gestartet und eine Mod geladen. Nicht erst die eine, dann die nächste. Deswegen, ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. Also entweder landen wir in der Retrofitting-Version von Biberfelde oder halt eben nicht. Machen wir jetzt quasi als Easter Egg noch eine kleine Mission, wenn es laufen sollte. Aber wahrscheinlich stürzt das Spiel eher ab. In dem Fall kommt dann jetzt oben links gleich schon direkt der Abspann. Also, sage ich schon mal, so gesehen, tschüss oder eben nicht tschüss.
Aber ich glaube, es geht weiter. Geht's weiter? Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich stürzt es einfach wieder ab. Es hat nicht abgestürzt. Missing. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Oh, die Map läuft super, super. Also irgendwie habe ich die falsche Version erwischt. Ja, okay. Also das ist meine Retrofitting-Version von Biberfeld. Das sieht sehr schön aus hier. Ja. Aber wir haben jetzt also eine Aufgabe reinbekommen. Ein Brandausbruch. Mal gucken. Haben wir denn Feuerwehrautos? Ja. Aber auch die falschen. Also ich schick mal einfach ein TLF dahin. Fahrzeug steht zur Verfügung. Aber die Musik läuft, Leute. Also ich habe mich echt darauf gefreut, dass das geht, aber passt nicht. Naja gut, wir löschen den Brand. Und ja, mal gucken. War auf jeden Fall schon mal der Blick, Ausblick in die Zukunft. Muss noch gucken, wahrscheinlich explodiert das Auto ohne Texturen. Planlos übertrieben. Fahrzeug steht zur Verfügung. Schick mal ein Wasserflugzeug drüber. Komm, das ist dann so unser grüner Abschluss. Alles in meinem. Hoffe ich natürlich, dass euch die Reihe mit dem Emergency 4 Ghost Emergency. Emergency 2 Ghost Emergency 4 Mod gefallen hat. Und ja. Brand ist gelöscht. Das war sehr effizient. Ich bin begeistert. Ich sicherlich auch. Für eine Heckenbrand mit dem Flugzeug. Wollte ich schon immer mal gemacht haben. Ja. Und unter der Voraussetzung würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt hier. Gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Und mal gucken, vielleicht landen wir auch irgendwo mal bei Biberfelde in funktionierender Art und Weise. So, und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Aber die Musik gefällt mir. Tschüss.